Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 17. Januar 2023. Bis die Liebe fließen kann. Live-Botschaft von Christus. Empfangen durch Jan Johannes Kassel. Weißt du, warum sich bestimmte Dinge so träge entwickeln und sich manches Ereignis verzögert? Weil du unbestimmt bist, weil du zögerst, weil du zu deinem wahren Kern noch nicht durchgedrungen bist. Weil du zu deinem wahren Kern noch nicht durchgedrungen bist. Dein wahrer Kern ist Liebe. Dein wahrer Kern ist frei von Sorge, ist ohne Furcht und kennt keine Angst. Dein wahrer Kern ist reines göttliches Bewusstsein, ist Licht und Freude. Dein wahrer Kern kennt Gott und erkennt sich selbst in Gott. Dieser heilige Vorgang, indem du dich selbst wiedererkennst, indem du dich an dich selbst erinnerst, ist bei vielen Menschen noch nicht abgeschlossen und unvollständig. Noch ist die Erkenntnis, wer du wirklich bist und was dich in dieser Zeit auf diese Welt geführt hat, ungeboren. Diese Erkenntnis ist jedoch notwendig, damit die Liebe frei und unerschöpflich aus deinem Herzen fließen kann. So lade ich dich erneut ein, alles Menschenmögliche zu bewegen, damit du dieser Erkenntnis mit jedem Atemzug näher kommen kannst. Bis die Liebe fließen kann. Live-Botschaft der 124. Lichtlesung ab Minute 24. Es geht um die Liebe. Bis die Liebe fließen kann und damit die Liebe fließen kann, deshalb haben wir uns heute hier versammelt und als Menschen zusammengefunden. Es geht um die Liebe. Die Liebe ist der Dreh- und Angelpunkt aller Bestrebungen des Menschen. Im Kern geht es immer um das Freilegen von Liebe. Das Wesen aller Dinge ist die Liebe. Das Zentrum, von dem alles ausgeht, ist die Liebe. Auch wenn sie verdeckt und überlagert, unverstanden und missachtet wird, am Ende triumphiert die Liebe immer über jeden anderen Bewusstseinszustand. Seid euch gewiss, Liebe ist das Maß allen Lebens und der allen Entscheidungen und Dingen innewohnende Kern. Ich bin der lebendige Christus. Ich bin jetzt bei euch mit der erhebenden Botschaft, dass ihr heute bereit seid, eure Liebe fließen zu lassen. Die Zeit, in der euer Licht verbergen und mit eurer Liebe hinter dem Berg halten musstet, ist vorüber. Jetzt könnt ihr euch zeigen als das, was ihr seid, als der und als die, die ihr seid. Die Zeit, in der ihr offen und frei euer Licht und eure Liebe zu den Menschen tragen könnt und sollt, ist angebrochen. Fürchtet euch weder vor der Bösartigkeit, die immer noch grassiert, noch vor dem Unverständnis, das immer noch weit verbreitet ist. Die Bösartigkeit wird mit deiner Liebe durchbrochen und zerstört. Und auch das Unverständnis vieler Menschen bedarf der Liebe, damit sie aufgeweckt und vom Wandel erreicht werden. So gehe hin. So lade ich dich heute ein, es mir gleich zu tun und hinzugehen zu den Menschen, die ein offenes Ohr und ein offenes Herz haben. Menschen, deren Augen sehen wollen, die es aber noch nicht können, brauchen jetzt Lichtblicke,
und Erleuchtungserlebnisse, damit sie sich in dieser Zeit zurechtfinden und orientiert bleiben, benötigen sie dein Licht und deine Liebe. Ich lade dich ein, diese Aufgabe zu übernehmen, jedoch übernimm sie gut vorbereitet. Denn damit deine Liebe zu den Menschen fließen kann, gilt es, die Hindernisse und Staudämme, die dir selbst noch im Wege stehen, zu entfernen. Wofür fürchtest du dich? Gehe der Furcht auf den Grund. Was blockiert dich? Setze dich mit deinen Blockaden auseinander. Wodurch wirst du zurückgehalten? Beobachte genau. Wobei zögerst du und warum? Habe den Mut, hinzublicken. Es ist dein geheiltes Energiefeld, auf das es jetzt ankommt. Es sind die gemachten Hausaufgaben, die dich schließlich zu dem befähigen, wozu ich dich heute einlade und auffordere. Dein wahrer Kern. Weißt du, warum sich bestimmte Dinge so träge entwickeln und sich manches Ereignis verzögert? Weil du unbestimmt bist, weil du zögerst, weil du zu deinem wahren Kern noch nicht durchgedrungen bist. Dein wahrer Kern ist frei von Sorge, ist ohne Furcht und kennt keine Angst. Dein wahrer Kern ist reines göttliches Bewusstsein, ist Licht und Freude. Dein wahrer Kern kennt Gott und erkennt sich selbst in Gott. Dieser heilige Vorgang, in dem du dich selbst wiedererkennst, in dem du dich an dich selbst erinnerst, ist bei vielen Menschen noch nicht abgeschlossen und unvollständig. Noch ist die Erkenntnis, wer du wirklich bist und was dich in dieser Zeit auf diese Welt geführt hat, ungeboren. Diese Erkenntnis ist jedoch notwendig, damit die Liebe frei und unerschöpflich aus deinem Herzen fließen kann. So lade ich dich erneut ein, alles Menschenmögliche zu bewegen, damit du dieser Erkenntnis mit jedem Atemzug näher kommen kannst. Hast du dich selbst erst erkannt, erkennst du alles und vor allem auch deinen Platz in diesem irdischen Spiel. Sehnsucht als Gnade. Dafür brauchst du nur eine einzige Voraussetzung, die Sehnsucht. Es ist dein Verlangen nach Gott, das all die Liebe in dein Leben und in die Leben deiner Mitmenschen bringt. Diese Sehnsucht wird jedem Menschen, der dafür bereit ist, als Gnade gegeben. Und bereit bist du, weil du heute hier Platz genommen hast, weil du zu dieser Botschaft und Begegnung mit mir geführt wurdest. Du bist bereit, Liebe fließen zu lassen. Ängste plagen dich nicht mehr, du beherrschst sie, und Sorgen erdrücken dich nicht mehr, du richtest dich auf. Du bist bereit, Liebe fließen zu lassen, da du die Hoffnungslosigkeit nicht kennst im Angesicht Gottes. Geborgen in Gott. Eine neue Energie fließt vom Himmel auf die Erde. Die Menschenherzen werden fortan leichter gesunden und schneller heilen. Wer sich diesen Möglichkeiten öffnet, erfährt die große Gnade eines Lebens geborgen in Gott, fühlbar, spürbar und im Alltag bestätigt. So gib dich hin, wirf alles über Bord und stille deinen Durst an der Quelle des ewigen Lebens. Du bist lebendiges, reines und unendliches Bewusstsein in Gott, das nun einen Sinn und einen Grund des Lebens kennt, die Liebe. Ich bin Christus.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.